Hallo, schönen guten Montag. Eins wieder die Taschenlehre, Rosa. Und ein bisschen für mehr Lebensqualität. Naja, Montag und schon fast Mittag. Einen Schädel, vielleicht brummt es noch ein bisschen. Heute, wenn du ein bisschen sensibilisiert werden möchtest oder auf was du eben achten sollst, wenn es in Sucht im Alltag geht, dann bleib jetzt dran. Ja, bisschen schwieriges, sehr heikles Thema, würde ich sagen. Aber ich habe es am Wochenende wieder mal erlebt, wie das so ist. Ich war arbeiten da bei Kollegen, die haben den Mittelaltermarkt organisiert und ich stand da an der Theke und natürlich bei der Schenke beim Bier und so. Und was mir einmal mehr aufgefallen ist, dass den ganzen Abend, es kamen immer wieder dieselben. Okay, die haben es sicher nicht alles selbst getrunken, aber da gab es wirklich Leute, die kamen um 9 und da schwankte es schon. Ja. Und da morgens um 2, wie wir zugemacht haben, standen die immer noch da und verlangten immer noch nach Alkohol. Ich denke, Alkohol ist das ziemlich schwierigste Thema, weil man kann ihn ja an jeder Ecke kaufen. Und eines ist klar. Jemand, der ein Alkoholproblem hat, der wird es durch alles Band abstreiten. Der hat nie eins. Der wird kommen, ja, weißt du, das war eine Ausnahme oder wir hatten ein Fest oder... Und es wird auch immer so belächelt. Hört man so vor allem Männern zu am Stammtisch, dann erzählen sie immer, wann sie das letztes Mal so betrunken waren und wie lustig das war und was sie alles gemacht haben. Frauen tun das vielleicht weniger. Weil wenn ja eine Frau zu viel trinkt, was man der dann hinterher sagt, das hält sich, ja, mit Schlampe ist wahrscheinlich noch so ziemlich das Harmloseste, was sie zu hören bekommt. Wenn Männer das machen, ist das nicht so tragisch. Was ich ganz persönlich mit euch mitgeben kann, ist, auf was wartet ihr? Warum sprecht ihr es nicht an? Ich weiß, es ist ein schwieriges Thema, sehr schwierig sogar. Am Wochenende hätte da irgendjemand was gesagt, der Typ, der um 9 schon schwanken kam. Wahrscheinlich ging es zu dem Kopf, ah, das geht mich nichts an oder hatte irgendwie Angst, was anzureden, dass es nachher eben Streit gibt oder Auseinandersetzungen oder was auch immer. Keine Ahnung, was die Gründe sind, warum man es nicht anspricht. Ich weiß, wenn man es anspricht, was ich gemacht habe im Geschäft, da wurde mir dann gesagt, ja, das meinst du nur, das kann nicht sein und nein, der doch nicht und so. Und es war wirklich ganz, ganz extrem. Ich habe euch mal gebeten, vor schon längerer Zeit schon, bitte beobachten und wahrnehmen, wenn sich Menschen in eurer Umgebung verändern oder ihr was wahrnehmen könnt, was vorher nicht so war oder weil ihr jetzt vielleicht auf meinen Raten hin mal genauer hinguckt. Und zwar meine ich damit nicht werten oder bewerten, sondern ganz neutral hinschauen, beobachten, ist das eine einmalige Geschichte, das gibt's, ist das etwas, das immer schlimmer wird oder das sich je nach steigert. Wenn ich euch sage, dass zum Beispiel Männer anders Trinkverhalten an den Tag legen wie Frauen. Also da gibt es doch so kleine so Schnapsflaschen. Und die wurden nicht erfunden für zu Hause. Die, sage ich immer, die wurden erfunden für die Frauen. Die nehmen dann die in die Handtasche, gehen zu einem Tee-Nachmittag oder Kaffee und Kuchen, schleichen sie mal eben mal kurz zur Toilette und oder schleichen, ja, und nehmen das als Anlass und trinken es oft mit Medikamenten runter. Weil ja eben das öffentliche Trinken von Frauen ganz schlecht honoriert wird im Gegensatz zu Männern, da lacht man drüber, morgen kommen sie wieder, ist wieder okay. Nur, einer säuft und alle anderen leiden mit. Und Al-Anon ist wirklich die Einzige, die sagt, okay, eine säuft und alle anderen leiden. Wenn man davon ausgeht, ich kann euch mal ein paar Zahlen und Fakten geben, in der Schweiz sind es täglich, das ist ab 15, ja,
Das sind täglich die Männer 14,9%, chronisch 5,2% und dann so Komasäufer einmal im Monat 20,7%. Bei den Frauen sind es täglich 7,1%, die trinken. Chronische Trinkerinnen gibt es 4,1% und dann gibt es 11,1% Komatrinkerinnen im Monat. Es gibt USA-Zahlen, wahnsinnig hoch. Man rechnet ungefähr 103 Millionen, die betroffen sind von diesen ganzen Umständen, die eben das Trinken bringt. Und wenn wir das jetzt mal fokussieren, nur aufs Geschäft. Wo habt ihr das Gefühl, dass irgendjemand seine Arbeit nicht mehr macht? Dass es immer, dass er ungepflegter wird, dass er eben dann morgens um 9 schon von Alkohol stinkt und wenn man ihn darauf anspricht, sagt, ja, weißt du, das sind noch die Kleider von gestern. Seid mal ein bisschen sensibel und dann, what are you waiting for? Nicht den Hammer nehmen. Das nützt genauso viel, wie wenn man die Kinder, wenn sie Muttertaub werden und immer schreit, aber ganz klar hinnehmen und sagen, schau, das und das und das und das ist mir aufgefallen. Hast du das Gefühl, du hast ein Problem? Oder klärt das ab? Ich werde nachher unten in den Text ein paar Links reinstellen, wo ihr so Tests machen könnt. Ganz persönlich oder vielleicht. Für andere beurteilen ist es ein bisschen schwierig, aber es gibt ganz, ganz viele Hilfestellungen. Und eines der bekanntesten und am weitverbreitetsten ist die AA, die anonymen Alkoholiker. Habt ihr sicher alle schon davon gehört. Und dann gibt es eben die Al-Anon. Und die Al-Anon ist die Familiengruppe. Weil wenn jemand Alkohol, wie soll ich das sagen, aufgewachsen ist mit Alkohol, ihr wisst, alle leiden. Also die Kinder lügen für die Eltern, die gehen schon Sachen kaufen für die Eltern. Gut, heute kann man sich mit online nach Hause bestellen lassen. Es leidet die Familie, es leidet das Budget, es leidet das Paar und vom Sexleben, da reden wir schon gar nicht mehr. Und eins ist auch so ein ganz, ja, ein Übel eigentlich, was man sagen kann. Wodka stinkt nicht, ja. Und Wodka, wenn dann da mit Wodka im Spiel ist oder morgen früh vor der Arbeit so ein Bier mit U-Boot, das kann dann nicht mehr Zufall sein. Die Auslöser können tausend und ein Ding sein, vor allem Stress. Also Stress, das vergisst das Hirn nicht, das vergisst einfach nie. Und um runterzufahren, ist das der erste Weg, was man machen kann. Man hat Ärger, geht aus dem Büro, zack, oder vom Geschäft. Oder in Pause und trinken Bier. Und da denkt sich keiner groß was dabei. Aber der Alkoholkonsum ist enorm. Und es tut sich jeder schwer damit. Auch wenn du jetzt ein Vorgesetzter bist, kann ich verstehen, dass das schwierig ist. Aber es ist ein unbedingtes Muss, weil alle anderen Kollegen und Kolleginnen, die machen die Arbeit von dem Alkoholiker mit. Bei allem Verständnis, aber das muss auf den Tisch. Pflegt bitte die Arbeitnehmenden, die die Arbeit gut erledigen und nicht die auch noch in Stress bringen, weil eben einer säuft und alle anderen tun seinen Job. Ich weiß, schwieriges Thema, da gibt es noch ganz vieles mehr, aber Alkohol ist sicher das Allerschlimmste von allem, weil es eben legal ist. Das Thema ist immer noch Burnout-Prävention. Und das ist ein Anzeichen, dass es eben dahin laufen könnte. Also, seid mutig, sprecht es an, überlegt euch aber genau, wie ihr das macht und vielleicht braucht ihr eben einen Mentor, vielleicht braucht ihr einen Coach wie mich, der sich dazusetzt, damit das nicht eskaliert und nicht diese Lügengeschichten kommen. Und das ist ziemlich schwierig abzuschätzen, weil Suchtkranke haben das sehr, sehr gut drauf. Und bis man es merkt, dass der wirklich süchtig ist, ist es oft so, ja, zu spät. Also tut vorher was, helft einander, seid aufmerksam, nicht werten, nicht bewerten, beobachten, wahrnehmen und ansprechen. Und das war wieder die Ruth zu einem ganz heiklen Thema. Aber von mir bekommt er wirklich das, was sie braucht, mehr Lebensqualität. Und zwar nicht
dramatisch, ganz pragmatisch hinschauen, wahrnehmen, ansprechen und es heißt immer noch auf Gottes Erden tun. Also, dann wünsche ich euch einen weiterhin schönen Montag mit diesem etwas schwierigeren Thema und dann bis morgen.